In diesem Video möchte ich dir einen super leichten Tipp verraten, wie auch du deine MPU bestehen kannst, egal womit du aufgefallen bist. Ob es jetzt Drogen waren, Alkohol, Punkte, irgendwelche Straftaten, Handel treiben mit vielen, vielen großen Mengen von Drogen. All das ist natürlich eine MPU, die dir angeordnet wird. Aber die auch zu bestehen, damit du deinen Führerschein zurückbekommst. Du musst nicht jedes Mal in irgendeine Großstadt fahren und dich dabei irgendeinen Menschen vorbereiten, der meistens auch noch nicht mehr es wirklich ernst mit dir meint, sondern das Ganze funktioniert auch online, sodass du nicht extra irgendwo hinrennen kannst, sondern das Ganze von zu Hause aus machen kannst, dich auf die MPU vorbereiten lässt, auch das anerkannt wird von allen Institutionen in ganz Deutschland, egal wo du gerade wohnst. Und das ist super, super smart und hat für dich diesen Vorteil, dass du dir alle Lerninhalte, die persönlichen Konferenzen dir immer wieder anschauen kannst. Wie so eine Art Bibliothek, die für dich einzeln dann zugeschnitten ist. Und das ist ein riesiger Vorteil, weil wenn du alles ja vor Ort machst, vergisst du die Hälfte doch eh wieder, wenn du zu Hause bist. So, und dann ist es schwierig, später die MPU zu bestehen, weil du musst ja zum Psychologen dann reingehen. Und das ist der schwierigste Part bei jeder MPU. Das ist egal, womit du aufgefallen bist. Die Leute fallen nicht durch, weil der Arzt blöd war. Oder die Leute fallen nicht durch, weil sie einen Reaktionstest nicht geschafft haben. Die Leute fallen auch nicht durch, meistens zumindest, wenn sie irgendwie einen positiven Befund hatten beim Screening. Weil bei der MPU nehmen die dir Blut ab oder die nehmen dir Urin ab. Aber da fallen auch nicht die meisten durch. Die meisten fallen beim Psychologen durch. Und warum fallen die beim Psychologen durch? Stell dir mal vor, du hast jetzt richtig viel Scheiße gebaut und du musst jetzt zum Polizeiverhör. Konntest dich darauf gar nicht vorbereiten. Da werden dir sehr, sehr viele Fragen gestellt, sehr, sehr viele verschachtelte Fragen hier hinten herum auch gestellt. So, und so kannst du dir das psychologische Gespräch auch vorstellen. Dir werden viele, viele Fragen gestellt. Und wenn der Psychologe am Anfang schon merkt, dass das, was du da sagst, dass es einfach nicht funktioniert, dass es nicht stimmig ist, dann lässt sich der Psychologe einfach durchfallen. Und das macht er nicht, weil er dich nicht mag oder weil er an dein Geld will, sondern weil du anhand von dem, was du gesagt hast, seine Beurteilungskriterien, die er selber gelernt hat in der Schule oder am Studium, ja, einfach nicht erfüllt hast. Und dann lässt er dich durchfallen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich insbesondere auf dieses psychologische Gespräch richtig vorbereitest, weil eben dieser Part bei vielen anderen Vorbereitungen einfach weggelassen wird, weil er sehr aufwendig ist, umständlich und deswegen viele darauf einfach keine Lust haben. Und deswegen auch viele durchfallen bei der MPU, weil sie darauf nicht beraten worden sind und sie auch nicht wussten, dass sie darauf insbesondere beraten werden müssen. Und sonst funktioniert das Ganze zu einer 99%igen Wahrscheinlichkeit einfach nicht. Deswegen biet mir das Ganze so online an, dass du weißt, wie das ganze Thema MPU funktioniert, wie die Stationen aussehen, wann du welche Anträge abschicken musst, wo du das machen sollst, wie die Antragsformulare aussehen, was du ankreuzen sollst, was du nicht ankreuzen sollst. Das alles geht wunderbar online und das haben wir in der Vergangenheit bei vielen Menschen auch bewiesen, dass es super funktioniert. Deswegen kannst du dir diese Möglichkeit einfach mal komplett kostenfrei anschauen. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach auf unsere Website zu gehen. Einfach auf www.sedura-mpu.de und dann kannst du dich für ein komplett kostenfreies Erstgespräch eintragen. Kostet dich keinen einzelnen Cent und Sinn ist einfach, dass du über eine Videotelefonie mit mir in Kontakt tretest, damit ich dir genau sagen kann, wie das bei uns funktioniert mit der Vorbereitung. Und ich stelle dir da auch einige Gutachterfragen, damit ich überprüfen kann, ob du überhaupt eine Tendenz hast, was du da sagen sollst, also ob du weißt, was du da sagen sollst. Weil das wissen halt viele nicht, egal ob du schon mal irgendwo bei einer Vorbereitung warst. Und dann kann ich dir genau alles sagen, wie dieses Thema funktioniert. Und wenn du dann Lust hast, dann können wir gerne gemeinsam das ganze Thema anpacken. Es ist für dich eine Riesenchance, weil es kostenlos ist und du kannst es dir erstmal anschauen. Deswegen trag dich doch einfach mal ein zu diesem kostenlosen Beratungsgespräch. Wie gesagt, www.sedura-mpu.de. Den Link findest du auch in dieser Videobeschreibung. Einfach kurz eintragen und dann kannst du schon mit mir persönlich sprechen. Ich würde jedem die Vorbereitung bei Sedura empfehlen. Siehe mich als Beispiel. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts, habe von niemandem Hilfe gekriegt, keine Auskunft vom Straßenverkehrsamt bekommen und habe durch euch heute alles erreicht. Mein Führerschein bald wieder. Also für jeden, der keine Ahnung hat, für jeden, der nicht weiß, womit er anfangen soll, wo er steht, einfach bewerben und euch wird geholfen.